Im zweiten Teil kümmern wir uns um die Außenbeschaltung des Operationsverstärkers, die wichtigsten Grundschaltungen und Anwendungsmöglichkeiten. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Bevor wir uns die Grundschaltung ansehen, noch ein paar grundlegende Sachen. Bei der Erklärung und Berechnung geht man meist vom idealen Operationsverstärker aus. Er hat eine unendlich große Leerlaufverstärkung. Es fließt kein Strom in den Eingang, das bedeutet, der Eingangswiderstand ist unendlich groß. Der Ausgangswiderstand ist 0, das bedeutet, der OPV ist eine ideale Spannungsquelle, weil die Spannung am Ausgang sich mit der Last nicht ändert. Die Übertragungsbandbreite geht von 0 Hz bis unendlich. Die Gleichtaktverstärkung ist 0 und die Gleichtaktunterdrückung ist unendlich hoch. Reale Operationsverstärker weichen davon natürlich ab, kommen dem aber schon sehr nahe. Man erreicht Verstärkungen von bis zu 10 hoch 6, also 1.000.000. Der Eingangswiderstand kann bis zu 10 hoch 14 Ohm betragen. Reale Ausgangswiderstände liegen zwischen 30 und 100 Ohm. Die untere Grenzfrequenz liegt tatsächlich bei 0 Hertz, denn die Verstärkerstufen sind direkt gekoppelt. Es lassen sich also auch Gleichspannungen verstärken. Die obere Grenzfrequenz geht bis zu 100 MHz. Realistisch sind Gleichtaktverstärkungen von 0,2 und eine Gleichtaktunterdrückung von mehr als 10 hoch 6. Die symmetrische Betriebsspannung nehmen wir mal als gesetzt und betrachten nur die beiden Eingänge und den Ausgang. Im unbeschalteten Zustand liegen die Anschlüsse auf 0 Volt. Wird die Spannung am nicht invertierenden Eingang positiv, ändert sich die Ausgangsspannung auch zu positiven Werten hin. Bei negativer Eingangsspannung wird der Ausgang auch negativ. Das bedeutet für ein Wechselspannungssignal, dass es am Ausgang gleichphasig ankommt. Spannungen am invertierenden Eingang haben einen gegenteiligen Effekt. Inversion heißt ja Umkehrung. Positive Spannung am Eingang bedeutet, der Ausgang geht ins Negative. Eine Wechselspannung kommt am Ausgang gegenphasig, also um 180 Grad phasenverschoben an. Die Ausgangsspannung ist durch die positive und negative Betriebsspannung begrenzt. So sehen die Transferkennlinien im invertierenden und nicht invertierenden Betrieb aus. Die Verstärkung erfolgt im mittleren Bereich einigermaßen linear, bis die maximale Ausgangsspannung erreicht ist. Der Verstärker kommt jetzt in die Übersteuerung. Die Kennlinie eines realen Operationsverstärkers weicht etwas davon ab. Aufgrund der auftretenden Offset-Spannung am Ausgang geht sie nicht ganz durch den Nullpunkt. Und die Ausgangsspannung erreicht auch nicht ganz die Betriebsspannung, da auch über einem voll durchgesteuerten Transistor am Ausgang immer eine kleine Restspannung bleibt. Sehen wir uns das Ganze zunächst mal im nicht invertierenden Betrieb an. Die Betriebsspannung liegt bei plus minus 10 Volt. Links die Eingangsspannung am nicht invertierenden Eingang, rechts die Ausgangsspannung. Und wenn ich jetzt die Eingangsspannung Richtung positiver Werte verändere, wird auch der Ausgang zunehmend positiv. In der anderen Richtung, bei negativer Eingangsspannung, wird auch die Spannung am Ausgang negativ. Und das geht bis zu einem maximalen Wert von 9,45 Volt. Jetzt ist die Sättigung erreicht und auch eine weitere Erhöhung der Eingangsspannung hat keinen Effekt mehr. Das Gleiche passiert auch in der anderen Richtung bei der negativen Eingangsspannung. Und so sieht der nicht invertierende Betrieb bei einer sinusförmigen Wechselspannung aus. Rot der Eingang, gelb der Ausgang und beide Wellen sind gleichphasig. Ja, und jetzt sehen wir uns den invertierenden Betrieb an bei einer positiven Spannung am Eingang, geht der Ausgang ins Negative und wird die Eingangsspannung negativ, dann haben wir am Ausgang eine positive Spannung.
Und so sieht der invertierende Betrieb mit einem Signal aus. Die Eingangsspannung und die Ausgangsspannung sind genau gegenphasig, also um 180 Grad phasenverschoben. Und wenn die Eingangsspannung zu hoch wird, dann kommt der Ausgang in die Sättigung und das Signal übersteuert. Mit einer unendlich hohen Verstärkung können wir natürlich nichts anfangen. Darum sehen wir uns an, wie man die Verstärkung in beiden Grundschaltungen einstellt. Die Verringerung der Verstärkung erreicht man durch Gegenkopplung. Das Ausgangssignal wird also gegenphasig auf den Eingang zurückgeführt. Das passiert über den Widerstand R2 vom Ausgang zum invertierenden Eingang. Wenn die Spannung am Eingang steigt, wird der Ausgang negativ und über R2 sinkt nun auch wieder die Spannung am Eingang. Und zwar so lange, bis die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen wieder 0 ist. Da der Pluseingang an Masse liegt, stellt sich die Spannung am Minuseingang auch auf 0 Volt ein. Den Knotenpunkt am invertierenden Eingang nennt man darum auch virtuelle Masse. Die Spannung über R1 ist dann gleich der Eingangsspannung und über R2 liegt die Ausgangsspannung. Die Spannungsverstärkung ist das Verhältnis von Ausgangs- zur Eingangsspannung. Das Minuszeichen kommt von der Umkehrung der Ausgangsspannung im invertierenden Betrieb. Nach der Spannungsteilerregel sind die Spannungen proportional zu den Widerständen R2 und R1. So lässt sich über R1 und R2 die Verstärkung des Operationsverstärkers einstellen. Nachteilig am invertierenden Verstärker ist, dass R1 die Signalquelle belastet und den Eingangswiderstand des Verstärkers bestimmt und verringert. Anders beim nicht invertierenden Verstärker. Die Eingangsspannung liegt am Pluseingang. Über R1 und R2 wird wieder gegengekoppelt. Wir gehen davon aus, dass kein Strom in den Eingang fließt. Deshalb sind die Ströme durch R1 und R2 gleich. Die Differenzspannung zwischen den Eingängen stellt sich wieder auf 0 ein. Darum ist die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung ist die Summe der Spannungen über R1 und R2. Aus der oberen Gleichung ergibt sich I1 zu UE durch R1 und I2 zu UA minus UE durch R2. Umgestellt nach UA ergibt sich UE mal in Klammern 1 plus R2 durch R1. Damit berechnet sich die Spannungsverstärkung mit 1 plus R2 durch R1. Eine Sonderform des nicht invertierenden Verstärkers ist der Spannungsfolger. R2 wird 0, das heißt der Ausgang wird direkt mit dem Minuseingang verbunden. R1 wird unendlich groß, fehlt also ganz. Die Spannungsverstärkung ist dann 1. Was soll das jetzt? Wir bekommen einen Impedanzwandler. Hoher Eingangswiderstand und kleiner Ausgangswiderstand. Die Spannungsverstärkung ist zwar 1, es findet aber eine Leistungsverstärkung statt. Der Spannungsfolger wird dort eingesetzt, wo die Quelle nicht belastet werden soll, am Ausgang aber ein hoher Strom gebraucht wird. Ein Beispiel. Bei einer einfachen Spannungsstabilisierung mit Z-Diode schwankt der Strom durch die Diode sehr stark mit dem Laststrom. Darum ist auch die Spannung nicht ganz so stabil. Am Eingang eines Operationsverstärkers bliebe der Strom durch die Z-Diode und damit auch die Spannung sehr stabil. Am Ausgang bekommt man eine sehr belastbare Spannung gleicher Höhe. Die kleinstmögliche Verstärkung ist also bei voller Gegenkopplung gleich 1. Die Kennlinie verläuft im 45-Grad-Winkel, wenn beide Achsen den gleichen Maßstab haben. Mit steigender Verstärkung wird die Kurve immer steiler. Ohne Gegenkopplung läuft der Verstärker mit der vollen Leerlaufverstärkung und die Kurve ist fast senkrecht. Das bedeutet, schon bei der geringsten Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen steuert der Ausgang in die eine oder andere Richtung voll durch. Etwa beim Nulldurchgang der Eingangsspannung schaltet der Ausgang zwischen den Betriebsspannungen um. So kann man jede beliebige Wechselspannungsform in eine Rechteckspannung gleicher Frequenz umwandeln.
Anstatt ihn mit Masse zu verbinden, kann man an den zweiten Eingang eine beliebige Referenzspannung legen. Der Ausgang schaltet immer dann um, wenn die Eingangsspannung größer oder kleiner als die Referenzspannung wird. Mit der Schaltung kann man also zwei Spannungen miteinander vergleichen, darum nennt man sie Komparator, auf Deutsch so viel wie Vergleicher. Diese einfache Schaltung hat aber einen Nachteil. Da die Umschaltspannung in beide Richtungen gleich ist, wird die Schaltung in der Nähe der Umschaltschwelle sehr instabil, weil sie nicht weiß, in welche Richtung sie kippen soll. Zur Stabilisierung ist eine kleine Differenz zwischen beiden Umschaltspannungen, eine sogenannte Hysterese, hilfreich. So eine Schaltung haben wir schon in diskreter Schaltungstechnik mit zwei Transistoren kennengelernt, den Schmidt-Trigger. Hier also die Version mit Operationsverstärker. Die Hysterese entsteht durch die Rückkopplung über R2, diesmal aber auf den nicht invertierenden Eingang, sodass eine Mitkopplung entsteht. Bei einer Eingangsspannung von 0 ist zunächst nicht klar, in welche Richtung der Ausgang kippt. Nehmen wir mal an, am Ausgang liegt die negative Sättigungsspannung. Über R2 wird die Spannung am Eingang jetzt auch negativ und der Verstärker bleibt so stabil in dieser Position. Um den Ausgang umzuschalten, ist jetzt eine gewisse positive Eingangsspannung nötig, um die negative Spannung über R2 zu kompensieren. Wenn der Ausgang umschaltet, wird der Eingang jetzt auch positiv und die Schaltung ist wieder stabil. Wird die Eingangsspannung wieder kleiner, reichen 0 Volt nicht aus, um die rückgekoppelte Spannung zu kompensieren. Erst ab einer gewissen negativen Spannung am Eingang schaltet der Verstärker zurück. Wie groß der Abstand der Schaltschwellen ist, wird über das Verhältnis von R1 und R2 eingestellt. Ich spare mir mal die Herleitung der Formel für die Berechnung der Widerstände. UH ist die positive Schaltschwelle, UL die negative und US Plus und Minus sind die Sättigungsspannungen am Ausgang. Vertauscht man die Eingänge, bekommt man einen invertierenden Schmidt-Trigger. Die Formel zur Berechnung der Widerstände weicht etwas ab. Eine Sache wird mit der normalen Rückkopplung am Verstärker gerne in einen Topf geworfen, obwohl es hier um ein anderes Problem geht, die Frequenzkompensation. Das Signal kann ein Verstärker nicht unendlich schnell durchlaufen. Vor allem parasitäre Kapazitäten von Bauelementen führen zu einer Zeitverzögerung, da sie sich immer erst aufladen müssen und damit zu einer Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgang führen. Die Kapazitäten sind zwar klein, aber der Einfluss wird mit steigender Frequenz immer stärker. Das kann man auch experimentell nachweisen. Bei einer Frequenz von 250 kHz ist die Phasenverschiebung des gelben Ausgangssignals bei einem invertierenden Verstärker größer als 180 Grad gegenüber der roten Eingangskurve, obwohl der Verstärker, den ich benutze, bereits intern frequenzkompensiert ist. Bei sehr hohen Frequenzen kann bei gegengekoppelten Verstärkern aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung werden und das System beginnt im Hochfrequenzbereich zu schwingen. Mit steigender Gegenkopplung erhöht sich deshalb auch die Schwingneigung. Entgegen der Erwartung ist der Verstärker nicht bei hohen, sondern bei niedrigen Verstärkungen besonders anfällig. Um dem entgegenzuwirken, setzt man an der richtigen Stelle in der Schaltung frequenzabhängige Bauelemente ein, um den Effekt zu kompensieren. In der Regel auch wieder Kondensatoren oder RC-Glieder. Bei vielen Operationsverstärkern erfolgt die Frequenzkompensation bereits intern. Der Vorteil ist, dass die Außenbeschaltung einfacher wird. Man kann aber keinen Einfluss auf die Stärke der Kompensation nehmen. Andere Verstärker besitzen dafür externe Anschlüsse. So kann man in gewissen Grenzen den Frequenzgang des Verstärkers beeinflussen. Wir haben jetzt den Operationsverstärker kennengelernt als normalen Gleich- und Wechselspannungsverstärker und im Schalterbetrieb als Komparator bzw. Schmidt-Trigger. Was fehlt, sind die Schaltungen, die dem Operationsverstärker den Namen gaben, nämlich zur Ausführung mathematischer Operationen in der analogen Rechentechnik. Das heben wir uns aber für den nächsten Teil auf. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, lasst ein Abo da und wie immer freue ich mich auch über positives Feedback. Bis dann!